Jo, hallo, ei gute Wie, willkommen zurück. Wir sind hier in unserem Winterhaus, Weihnachtshaus, wie offensichtlich, wie es aussieht draußen. Ja, und haben hier noch eine ganze Stange voll Arbeit zu erledigen. Sehr viele Rahmen, wird gleich wieder viel geschraubt werden müssen, aber das kriegen wir hin. Das haben wir ja geübt, ist ja klar. Tragende Wände, nein, das sind die Trennwände, genau. Oh, ich glaube, da kaufen wir jetzt mal 200 Stück. Indie geht das mit dem Geld, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so richtig problematisch. Machen wir mal 100 Stück. Dem Wolle. Das ist so ein ähnliches Verhältnis wie hier die Gipskartonplatte. Auch mal 100 Stück. Sehen wir, ob es reicht. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich weiß gar nicht, ob welche dabei waren. Das ist egal. Brauchen wir nicht. Gehen wir mal ran an die Arbeit. Zack. Haben wir die Leiste schon in der Hand. Jetzt könnte ich natürlich immer wieder wechseln auf die Bohrmaschine. Oder man legt sie alle aus und macht dann am Schluss die Schraube rein. Aber ich glaube, so ist es ein bisschen abwechslungsreicher. Aber das kann jeder machen, wie er will. Zack, zack, legen wir die schon mal aus. Und wieder festgespackst. Ich meine, hier ein bisschen unrealistisch. Ich meine, wir stehen gerade auf Beton, ne? Muss ich dazu sagen. Und einfach nur Spackschraube da rein zu jagen, wird nicht funktionieren. Das kann ich euch schon mal sagen, falls ihr es nicht wisst. Da müsst ihr es eigentlich, ja, bei Betonboden sogar mit einem richtigen Bohrhammer Löcher gebohrt werden. Das heißt, jetzt hätten wir sie ausgelegt, die Teile erstmal fixiert ein bisschen, dann mit dem Bohrhammer Löcher reingemacht, einen Dübel rein, dann die Schraube rein. Das wäre jetzt wohl der richtige Weg. Hier halt ein bisschen einfacher dargestellt. Jo. Unten sind wir fertig, oder wie wir hier sagen, unten sind wir fertig. Ja, es ist ja toll, dass hier der nächste Schritt angezeigt wird, aber manchmal, wenn ich das den ganzen Raum voll habe, blickt mir hier nicht mehr durch. Ne? Blickt mir einfach nicht mehr durch, wo was ist, weil es ist extrem, ne? Ja, also. Ich würde sagen, mache ich die erstmal fertig. So, jetzt brauchen wir die Gipskartonplatte. Das ist Rockwoll. Rockwoll sind diese Dämmplatte. Ich bin total falsch. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. So. Brauchen wir den Bohrhammer? Die Akkuschraube. Ja. Ach, der Mann, der weiß nicht. Merkt er doch mal die Reihenfolge, Mensch. Wie gesagt, mit der Taste E kann ich schon immer wieder zwischen dem Werkzeug und letztem Material hin und her switchen. Hat er sich aber jetzt gerade nicht gemerkt. Da muss auch nochmal. Hat er wieder nicht. Ach. Ne, das ist Dämmwolle. Das ist doch irgendwas mit Grün. Was ist denn das mit Grün? Komisch. Achso, ne, das, ja, irritiert. Ja, Schraube sind ein bisschen wenig, was er da dran geklatscht hat, aber naja, gut. Ist gut, da muss noch eine hin.
So, sieh doch. Ja, die Wand hätte ich mitmachen können, natürlich. Da wäre die Ecke ganz fertig. Ist das eine, größere Geschichte? Ja, dann machen wir es halt jetzt. Wäre gar nicht so groß geworden, naja. Ja, geht ziemlich easy, ne? Rehgipsplatte. Wir müssen normalerweise dann ein bisschen angepasst zugeschnitten werden, in dem Fall sogar. Das könnte so eine Standard-Vollplatte sein, aber gut. Je nachdem, wie man die einkauft. Geht hier rucki-zucki, ne? Ratzfatz hat mir hier so einen Raum gestaltet. Das ist, geht auch wieder durch, naja, gut. Ja, haben wir die. Ne, fertig ist sie noch nicht. Dann machen wir auch hier das. Glasfaserwolle rein. Und wieder. So, werden wirklich Trennwände gemacht. Nicht standardmäßig, das muss man dazu sagen. Aber doch sehr oft. Und ich glaube, in den USA wird das noch mehr gemacht. Nur die machen das nicht mit Metall, sondern, glaube ich, mit Holzrahmen. Aber so ungefähr. Es ist halt, man kann hier was aufhängen, natürlich, einen Schrank oder so. Das sind dann spezielle Hohlraumdübel, wo ich hinten dran komme. Ich glaube aber nicht, dass das... Ich weiß nicht, wie viel Tragkraft dann so, also wenn ich jetzt hier so zwei Dübel reinmache und hänge jetzt hier so einen Küchenschrank dran und der ist voll mit Porzellan geladen oder sowas, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich im, bis ums äußerste Maß tragbar ist. Ich meine, der hält schon einiges aus, so ein Hohlraumdübel, aber ich finde, ganz ehrlich, so eine Rehgipsplatte, die kann man ganz ungeniert mit der Faust durchschlagen. Und da hätte ich ein bisschen Bedenken, dass das wirklich tragfähig ist, ne? Bevorzuge ich lieber unsere Methode hier, ne? Wie man sie hier in unserer Region eigentlich kennt, oder in Deutschland kennt. Nämlich mit richtige Wände, die halt mit dünnere Steine gemauert werden, ne? Also das sind nicht unbedingt tragende Wände, aber es sind halt massive Wände. Man kann da was dann dran klüppeln. Da haben wir es. Da. Jo. Ein weiterer Raum wäre fertig. Müssen wir hier natürlich noch. Ah, nee. Die Glaswolle reindrücke. So. Oh, spack's mir das noch schnell fest. Aber so gut gemacht, die Schraube werden jetzt natürlich ziemlich verdeckt von der Treppe und so weiter. Da sind die automatisch schon drin. Also da an Stelle, wo man da drankommt, löst sich das von alleine. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wobei, das verstehe ich. Was soll denn das sein?
Nee, da ist nichts. Moment, guck uns das mal an. Bisschen blöde Ecke eigentlich. Hätte ich hier nicht gemacht, die Wand. Die hätte ich so nicht geplant. Direkt so, das ist irgendwie eine komische Ecke, ne? Puh, naja, gut. Da, da ist noch eine Schraube gewesen, ne? Da haben wir jetzt alles, oder? Da ist auch alles fertig. Genau, zwei auf einmal. Wo wir schon gerade beim Thema Realismus sind, kriegen wir locker hin. Ist da eine Ecke? Nee, ist noch nichts da. Okay. Ach, ich bin so. Ich hab's vergessen. Machen wir erstmal die Wand fertig. Genau, dann machen wir die auch noch. Dieser Raum ist auch... Wow, ne? Ein ganz kleiner Raum, aber zwei große Fenster drin. Sehr effizient, der Raum. Also gut geplant ist es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Rockwollbahne. Ja, ganz ehrlich, was haltet ihr von dem Raum? Das ist doch Quatsch, ne? Das ist doch absoluter Käse. Also beim Plane, ich meine, es ist ja ein Planungsmodus da, das wird mir irgendwann in der Serie auch noch machen. Kann man ja sehen, dass man wunderschöne Räume einzeichnen kann, aber das ist doch, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, das so als Herausforderung so mache, verstehe ich nicht. Machen wir wieder diese, gehen wir nach oben, obend. Wand für Wand fertig, wie es gehört. Und da wird wahrscheinlich schon verputzt werden wieder, ne? Ist auch wieder, das gibt einen komischen Raum, ne? Eine komische Ecke. In hier in Gelände hin oder so hätte es ja auch getan. Die Treppe hätte sogar eigentlich hier hingekonnt. Wäre auch schön gewesen. Gut, ist natürlich... Okay, für Fensterputzen ist es natürlich praktischer, wenn es so ist, ne? Ist klar. Aber jetzt bauen wir hier eine Wand hin. Was soll das für ein Raum sein? Also, wer auch immer hier... Ich weiß nicht. Noch zu eng um zur Schraube hier drin. Schau dich doch mal an. Was soll denn das sein? Verstehe ich nicht. Entschuldigung.
muss was trinken. Na, umschalten. Gut, dass wir dran kommen, ohne hier runterzufallen. Hoppsa. Da ist keine mehr, ja. Ah, da kommt noch. So, da wird die Ecke fertig. Machen wir gleich hier weiter. Die macht natürlich jetzt Sinn hier. Da brauchen wir erst, machen wir die Wand. Profilelemente erstmal. Ne, das war falsch. Re-Gips brauchen wir wieder. Oder Gips-Kartonplatte. Die Struktur sieht hier eher aus wie so Pressspanholz, aber kann nur gemeint sind hier bestimmt Re-Gipsplatte. Gips-Kartonplatte, wie auch immer die genannt werden will. Ah ne, da fehlt noch eins. Jetzt geht's. Ich glaube, da ist auch noch, ja, da ist noch eine Ecke, die nehmen wir gleich mit. Ist ja wohl klar. Ja, auch hier, das, was soll denn das sein? Jetzt haben die hier so eine Einsparung drin. Gut, da könnte man einen Schrank oder Regal reinbauen natürlich, aber naja, gut. Das ist nicht unser Haus. Muss ich hier gleich mal betonen. Dann soll mir das egal sein. Ist mir Latte. Ist mir Schwanz. Oder wie auch immer das man nennen möchte. Was ist denn das? Das ist Regips. Achso, da muss Regips drauf, ja. Das ist die andere Seite wahrscheinlich. Ja, genau. Unser Akkubohr haben wir. Also wenn das wirklich gedacht Re-Gipsplatte sind oder Gipskartonplatte, könnt man die Schrauben hier reinhauen mit der Hand. Wem sowas gefällt, warum nicht? Da kommt wieder ein interessanter Raum, also eine Dunkelkammer wahrscheinlich. Da wollte nicht jemand irgendwie intelligent planen, sondern er wollte nur gucken, wie viele Räume kann man in so ein Haus reinbringen, wahrscheinlich. Wie viele Räume schaffe ich auf so und so viele Quadratmeter? So sieht das aus hier. Komm, dann machen wir erstmal da weiter. Jetzt muss das fortgesetzt werden, natürlich. Oh, noch gestückelt. Ohne Ende. Und dann muss das natürlich. Ja, das war klar. Das machen wir natürlich alle gleich rein. Da ist auch eine Tür. Moment. Kommen wir hin? Ja, da kommen wir hin. So. Ich glaube, irgendwo habe ich noch. Ja, dahin habe ich eine hingesetzt versehentlich. Egal. Egal.
Passen wir noch. Ja, wir passen auch durch mit unserem schlanken Körper. So, dann machen wir jetzt erstmal Rebusplatte. Ne, da sind sie. So, machen wir, die Dunkelkammer ist schon fertig, wunderbar. Wollte gerade sagen, wir machen die fertig, aber ist ja schon, nur von außen wisch noch. So, Rockwollplatte. Ich sage immer Rockwoll. Ich meine natürlich Glaswolle oder wie auch immer, was da rein... Wieso kann man hier nichts reinmachen? Habe ich hier was vergessen? Da kommen Rehgipsplatte hin, da machen wir die gleich dran. Der Rebusplatte. Ist irgendwie alles durcheinander jetzt gerade, aber egal. Wir kriegen es hin. Das ist ja sowas von Latte. Jetzt geht das wieder nicht. Achso, ich. Ah! So. Deswegen mache ich normalerweise immer Stück für Stück alles fertig. Weil wenn irgendwo dann doch was vergessen worden ist oder vielleicht eine Schraube vergessen worden ist, kommt man in dem Level nicht weiter. Beziehungsweise man kann den nicht beenden. Alles zu, jawohl. Ah ja, da fehlt noch. Da haben wir alles, ich schraube alle weg, jawohl. Was ist das Dunkelkammer? Was soll denn das? Wie so ein begehbarer Kleiderschrank, der halt eben nicht im Schlafzimmer, sondern irgendwo im Flur. Ja, könnte man theoretisch auch machen. Aber wenn man so baut, dann ist es für immer. Ne? Das muss man immer im Klaren sein. So, die Leiste wird dran. Dann machen wir hier die Leiste gleich mal fertig. Schön, schön. Jetzt mache ich die oben überall mal fertig. Das könnte es gewesen sein oben, was die Decken, ja, Deckenprofile sind alle dran. Da können wir ohne weitermachen. So, mal gespannt, wie viele Schritte uns diese Mission da vorbehält. Okay, die Wand wäre... Oh Gott, kriegt mir nicht mehr durch. So.
Ist ja Wahnsinn, was hier abgeht, ne? So, da noch ein Profil. Wusstest du, dass das eine Wand ist? Ja, sieht gut aus. Dann können wir jetzt mit Regips weitermachen. Die Akkuschraubmaschinen. Nice. So. Karton. Ne, da kommt zuerst Rockwoll rein. Da auch überall. Oder? Ja. Das, also das schimmert so extrem, dass man jetzt gar nicht sieht, ist, bin ich da fertig oder nicht und so weiter. Also das ist ein bisschen extrem, ne? Wo man sieht, wo man schon gearbeitet hat und wo nicht. Aber wieso? Also da oben. Wie kriege ich das jetzt so? Verstehe ich jetzt nicht. Liegt das an der Wand? Ja, genau. Ich muss hier die Wand erst noch machen. So, jetzt ist drüben auch komplett zu. Ja, dann wäre fertig. Gehen wir nochmal rüber. Das war's. Jetzt ist der Raum richtig zu. Wie es gehört, anständig. Verknüppelt, verknüppelt, verknüppelt. Aber ich find's toll, dass es hier dann schon ein paar Möglichkeiten für den Innenausbau gibt, ne? Und wie gesagt, dass mir damit auch was zu tun habe und nicht einfach nur auf ein Knöpfchen drücke. Schraube alle drin. Nur kurz kontrollieren, ja. Na gut. 99%, da fehlt doch schon wieder irgendwo was. Irgendeine kleine Ecke fehlt schon wieder. Oder eine Schraube. Könnte nur eine einzige Schraube sein. Also da haben wir schon geguckt. Ja. Gehen wir da mal rein. Eine Schraube oder eine ganze Platte fehlt noch oder irgend sowas. Oh, die ist aber schlecht gesetzt, die Schraube. Das finde ich halt ein bisschen griesgrämig von dem Spiel. Ich meine, klar, ein Fortschritt muss abgeschlossen sein. Wie sollen die sonst vorgehen? Aber jetzt läuft man hier rum und sucht wieder irgendeine Ecke, die vergessen worden ist. Ne? Also das ist gleich ein bisschen zu
gefuchst, zu sehr gefuchst. Ich habe keine Ahnung. Und nochmal gucke gleich. Schau mal hier was vergesse. Vielleicht finden wir es direkt auf Anhieb. Hier ist alles zu. Oder da ist doch eine Schraube hinten dran, ne? Das wäre blöd. Weil die Schraube sieht bitte hinten dran kaum. Nee, da ist keine. Finde ich halt blöd. Wir kommen so ewig schon weiter, gell? Ah, da ist eine. Na, habt ihr es gesehen? Zack, so einfach geht's. Ups. Da haben wir das Gerüst noch stehen, stimmt. Oh, das ist aber... Ist mein Hintern so dick? So ein Fettarsch, ne? Und dann kommt man hier nicht durch. Das gibt's doch drüber laufen. Also, nee. Oh, Dach. Oh je. Ach, wie mache ich denn das jetzt? Wie sollen wir das tun? Erstmal alle verkaufen. Dach. Kaufen wir uns jetzt wieder ein Walmdachschema. 500 Ziegel, 600, 200 Balge. Kaufen wir gleich mal. So. 1. Machen wir ein Flachdach, oder? Machen wir ein ganz flaches. Jetzt, ja, da geht's los. Jetzt müssen wir da rauf. Egal wie. Reicht von einer Seite wahrscheinlich. Klettern. Reicht mir das? Vielleicht von der Seite noch? Ja, das müsste reichen eigentlich. Oh, wie ist denn der Balkon jetzt? Kommen wir nicht nah genug ran. Das war eigentlich auch dumm. Dümmstlich. Nein! Was mir springen können, ja Wahnsinn. So, Gerüst nochmal her. Noch ein Stück laufen, so. Wir sind ja wahnsinnig gute Gerüstbauer, ne? Na komm. Hier kann man nicht hochklettern, wieso nicht? Achso. Ah, machen wir schließen. Jetzt kann man durchlaufen wenigstens. Jetzt gibt es hier keine Leiter oder was? Warum macht er das immer so komisch? Ist man, der macht es ja automatisch, welches Gerüstteil kommen soll und so weiter, ne? Das machen wir hier mal weg, das stört eh in die Füße jetzt. Das, brauchen wir das? Nee. Das ist doch dämlich, warum macht er dann hier kein Gerüst hin? Mit Treppe. Da, wieder keins da oben jetzt dran. Macht er einfach nicht, warum denn nicht? Ach, die Schau. Mach die Dreckschip weg, die brauchen wir doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso zum Kuckuck macht er dann da oben jetzt keine Leiter rein? Wer kann das eben nicht, das kann man nicht beeinflussen, das wird halt automatisch gemacht, ne? Das ist halt das. Wieso war gerade eben eine Leiter da? Dass man es doch irgendwie beeinflussen könnte, aber ich war gerade eben war eine Leiter da. Verstehe ich nicht.
Egal wie, wir müssen halt hoch aufs Dach. Das ist halt das. Jetzt sind wir wieder so weit weg, weil hier ein Balkon ist. Das ist doch doof. Man kann doch irgendwie so nicht arbeiten. Warum? Gerade eben war eine Leiter da. Jetzt, ja. Warum nimmt er die nicht an jetzt? Wieso ist die Leiter sofort wieder weg? Doch, jetzt kann man hochklettern. Mensch, hier drin. Ich geh mal da hoch jetzt, so. Ist halt das Schwierige ist halt, wenn ich das alles gelegt habe, kann ich mich drin nicht mehr bewegen. Ja. Doch, ich kann durchgehen. Nee, jetzt kann... Ja, welche Farbe nehmen wir? Nehmen wir wieder dunkel, komm, wir soll's bestätigen. Achso, hab ich doch gemacht. Was ist da los? Achso, das geht nicht, weil das Dach nicht fertig ist. Und jetzt hängen wir da drin fest. Ah, man kann aber... Ah, man kann auf der Balke rumlaufen. Da sind wir fertig. Bleiben wir schön balancierend. Ein Stück drin. Was soll denn das? Das sind also so ein bisschen Dinge, die finde ich ein bisschen übertrieben. Klein. Die man natürlich schon auch gerne mal vergisst. Oder übersieht. Und dann wundert man sich, warum man nicht fertig wird. Ne? Keine 100% erreicht oder so. Ah. So, ne, das geht hier rucki-zucki. Wird mir das Dach schnell abgedeckt. Mal gespannt, wie es dann weitergeht, ob die noch den Innenausbau machen. Ach, 90% schon wieder. Da ist wieder irgendwo eine kleine Mini-Ecke, fitzelsche Ecke da, zum Beispiel. Immer noch eine. Hier. Oh, immer noch. Da. Guck, das eine Ziegel ist das. Das ist ja eine Frechheit, oder? Hey, springen wir da runter. Ups. Mit der Ziegel. So, das können wir alles verkaufen. Oh Gott. Jetzt geht das ganze Haus verputzt wieder von vorne los. Also man merkt, der Teilreichtum ist schön. Und schon kommt der erste Moment, wo man dann sagt, boah, jetzt geht's an auf die Nerven. Deckenplatte, Isolierplatte. Das kann ja eigentlich nur... Genau, gibt ja sonst nichts. Fassaden gibt's ja keine, ja. $600.
zwar jetzt ziemlich viel, aber ich glaube, das brauchen wir auch hier. Da, dann immer so kleine Stücke, das verstehe ich nicht. Warum geht das da oben noch nicht? Sind wir da zu klein dafür schon? Und dann hier so schmale Teile. Muss das? Müsste ja eigentlich nicht sein. Das geht noch, ja. So. Mein lieber Mann, also das steht die Leiter auf der falsch rum. Warum? Ne, nochmal weg damit. Kann man das nicht umdrehen? Hier oben kann es nicht umdrehen. Warum macht er das dann? Die steht das falsch rum. Da kann ich niemals hochgehen, weil das hintere Element fehlt. Oh. Wie mache ich das jetzt bloß? Nein! Ach, wo hat das dann... Oi. Ich wollte doch da hochgehen. Da klettern, ja. Wie beeinflusst ich bloß, dass hier eine Leiter kommt? Hier kann man nicht hochklettern. Ah, ja, klar. Jetzt kann man da auf jeden Fall hochklettern. Da muss ich da mal drauf. Kommst du da hoch? Ja, man kann es so. Nur, dass man wenigstens mal vernünftig laufen kann. So, das geht. Da kommt man hin. Das passt nicht mehr? Ja, okay. Und dass ich in der Breite, in der Länge nicht anpasse. Breite, wie soll ich sagen? Länge, Breite, ist ja egal. Das finde ich schade, dass die sich nicht automatisch anpasse. Ne, so viel Gerüst brauche ich nur und dann mehr muss es dann gar nicht sein. Die da oben brauchen wir nicht mehr. Wie macht man das? Das gefällt mir auch nicht. Was war das? Ja, so ist besser. Mal gucken, wie wir da jetzt wieder hochkommen. Die Gerüste hier sind sehr hilfreich, aber auch störend zugleich. Das muss man halt ganz klar dazu sagen. So, das reicht eigentlich. Wobei, ja. Kein Geräusch mehr? Kein Geräusch mehr. Hm, komisch. So, jetzt gucken wir mal geschwind, ob wir überall drankommen. Oh, Heiligsblechle, wenn wir das alles verputzen müssen. Schon wird gejammert, ne? Noch gejubelt über die Detailreichtum und man kann es selber schaffen. Und schon wird gejammert, wenn es größer wird.
Geräusch finde ich echt cool. Also das hört sich echt an, wenn man so Styroporplatte damit hantiert, so hört sich das auch echt an. Ich sollte besser keine unter das Fenster machen von hier oben, weil da bestimmt wieder eine kleine, schmale Kante ist. Und wenn ich da schon was hingelegt habe, dann sehe ich die nicht mehr. Weil ich denke, da ich schon fertig wäre an dieser Ecke. Ne? Also ich sollte da nichts machen. Ups, ich glaube, der braucht mir gar nicht springen. Ja, das schafft er auch so. Mit einem großen Schritt. Ein großer Schritt für meine Beine. Und eine kleine Bedeutung für die Menschheit. Also nicht wie Neil Armstrong. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Hier ist es genau umgekehrt. So. Alles schön dran gebeppt. Ja. Das hätte man gemacht. So, hätten wir es gleich geschafft und wie es dann aussieht, wie es dann wirklich langsam fertig wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, vielen Dank für die vielen neuen Abonnenten und bis zum nächsten Mal wieder. Danke, ciao, ciao, ciao.